Bei Schüssen in Duisburg sind 4 Personen am Mittwochabend verletzt worden. Auf dem Hamborner Altmarkt seien 2 Gruppierungen aufeinander getroffen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Es fielen zahlreiche Schüsse. Zeugen alarmierten die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, flüchteten viele Beteiligte. 2 Verletzte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. 2 weitere flüchteten zunächst und begaben sich später selbst in ärztliche Behandlung. Die Polizei nahm 15 Menschen vorübergehend in Gewahrsam. Der Personenkreis, mit dem wir es dort zu tun hatten, dass es sich dabei um Personen mit Rockerbezug, teilweise auch mit Clanbezug handelt. Ob in diesem Bereich auch das Tatmotiv zu suchen ist, das wird jetzt Gegenstand der Ermittlungen sein. Zunächst war von 80 bis 100 Personen die Rede gewesen, die auf dem Platz aufeinander getroffen seien. Die Polizei sprach nun von einer 3-stelligen Zahl von Menschen, die sich dort versammelt hätten. Die Polizei ist derzeit noch mit der Tatortaufnahme beschäftigt. Es handle sich um ein großes Gebiet und es gebe viele Spuren, so der Polizeisprecher. Im Laufe des Tages sollen zudem die festgenommenen Personen befragt werden.